Hallo Klickenabendler, heute stelle ich euch das Spiel Three Secrets, drei Geheimnisse vor aus dem Hause Abacus Spiele. Wo ich die Verpackung gesehen habe, habe ich eigentlich noch gar nicht viel mit anfangen können. Allerdings, wenn ich dann hier den Text lese, die Anleitung lese und die Vielzahl an Karten sehe, dann könnte ein oder andere vielleicht auf den Gedanken kommen, das erinnert mich irgendwie so an Black Stories. Black Stories, da geht es ja auch darum, eine Geschichte, Geheimnisse zu lösen. Bei Black Stories ist es ja auch so mit dem schwarzen, weißen und roten Stil bebildert, auch wirklich schön gemacht. Und das knüpft etwas an diese erfolgreiche Spielereihe an. Allerdings ist es dann doch ein bisschen anders. Zuerst einmal kann man das Ganze mit einer App spielen, weil einer ist ja im Prinzip derjenige, der das Geheimnis der einzelnen Karte kennt. Das heißt, der eine oder andere schaut jetzt mal ganz kurz weg, wenn er das nicht sehen will. Das heißt, hier wird in dem Fall ja die Lösung, die drei Geheimnisse, weil es sind ja immer drei farblich markierte Motive abgebildet, hinterlegt mit einem Hinweis und das Geheimnis und das Ganze natürlich oben noch mit der Geschichte verknüpft. Jetzt drehe ich es wieder um. Der eine oder andere kann jetzt natürlich wieder schauen und hier sieht man, auf den einzelnen Karten sind immer so drei farbige Gegenstände, Bereiche markiert. Ich habe es gesagt, man kann es spielen auf Zeit, man spielt es ja auch auf Zeit, man kann dazu eine App nutzen. Bei der App stellt man dann jeweils die gewünschte Minutenzahl ein. Am Anfang haben wir das immer gespielt, jeweils 5 Minuten, das kann man auch ändern über die Einstellung. Allerdings haben wir dann schnell gemerkt, und deswegen habe ich mein Handy jetzt hier gar nicht liegen, dass man natürlich das auch ohne App spielen kann, weil bei der App, das ist ja nur ein Zeitmesser, hier kann man natürlich auch festlegen, wie gut und wie schlecht man war. Warum mit bzw. ohne App? Beziehungsweise, was muss ich genau tun? Ein Spieler nimmt sich so eine Karte, man sieht, es sind ja sehr viele, und man spielt gemeinsam. Das heißt, man will als Team natürlich die Lösung finden. Derjenige, der allerdings die Karte bekommt und das Geheimnis oder die drei Geheimnisse bekommt, darf natürlich nichts verraten. Er kann auf Fragen seiner Mitspieler reagieren mit ja, nein, vielleicht, so nah dran. Allerdings darf er natürlich keinen Hinweis nennen. Nennt er einen Hinweis aufgrund der Wunsch der Spieler, werden ja Minuten abgezogen. Bei der App funktioniert das so, dass in dem Fall man da drauf drückt auf die App und dann wird gleich die Hälfte der Zeit, in dem Fall 5 Minuten pro Geheimnis, wird abgezogen. Wenn man das auf einem Zettel mit einer Stoppuhr spielt, dann wird eine gewisse Minutenzahl einfach abgezogen, sodass das Zeitfenster geringer wird. Und das funktioniert fast besser, weil man sich hier, will ich mal sagen, nicht von dieser App leiten lässt. Dieser Ticker, der runtergeht. Man kann auch den Sound ausstellen, das haben wir dann auch gemacht. Das ist möglich, allerdings wirklich nimmt einfach eine Zeituhr, 10 Minuten, 7 Minuten, 5 Minuten. Nach eigenem Wunsch kann man das dann festlegen. Wichtig ist nur, man muss die drei Geheimnisse finden und die sind natürlich auf den Karten abgebildet und die erinnern teilweise schon doch etwas an Black Stories. Das heißt, auch hier zum Teil wirklich verrückte Geheimnisse, die hinter den Karten stecken. Allerdings möchte ich das Ganze an dieser Stelle auch spoilerfrei gestalten, weil es gibt genügend Fans, die genau solche Spiele mögen. Es ist sehr ungewöhnlich, allerdings wirklich sehr schön illustriert. Sieht man natürlich auch vom Cover. Deswegen habe ich am Anfang gedacht, hat mich jetzt am Anfang gar nicht sofort angesprochen. Wenn man allerdings weiß, was in der Box steckt, dann macht es richtig Laune. Keine Sorge, man spielt jetzt natürlich nicht jede Karte an einem Abend durch, sondern man sucht sich einfach eine Karte heraus, da stehen Namen drauf und an dieses Rätsel kann man sich wagen. Wenn man Lust hat, kann man ein zweites machen. Der Vorteil von der App, das wird gespeichert. Das heißt, hier wird die Minutenanzahl festgehalten. Man weiß also schon aufgrund des Namens, der hinterlegt ist, ob man das Rätsel schon gemacht hat. Ansonsten kann man hier auch den Stapel nehmen und die Karten wieder umdrehen. Was habe ich für Erfahrungen gemacht mit diesem Spiel? Die sind durchaus sehr unterschiedlich und das kenne ich. Und jetzt wiederhole ich mich auch wieder von Black Stories. Dem einen gefällt sowas, dem anderen gefällt sowas gar nicht, weil es ist ja quasi ein Frage-Antwort-Spiel. Wobei ich kenne ja die Lösung.
Lösung darf natürlich immer nur sagen, nein, ja, fast, braucht ihr einen Hinweis. Das heißt, sowas kennt man und sowas, ja, mag der eine oder andere mag es allerdings nicht. Als Lückenfüller für zwischendurch oder für unterwegs ist es allerdings durchaus sehr witzig und schön gemacht. Und wer auf solche Spiele steht, der macht mit dem Ganzen sicherlich nichts falsch. Es ist ein Riesenstapel an Karten, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, 50, 60 Karten auf jeden Fall. Also Spielzeit bzw. Motivation ist auf jeden Fall da. Das ist nicht leicht fertig gespielt. Da spielt man mehrere Wochen hinweg. Wir haben jetzt einige Aufgaben gelöst und da wurde es einfach Zeit, dass ich euch das Spiel auch jetzt schon vorstelle, weil der eine oder andere findet ja solche Spiele wirklich cool, schön gemacht. Also wer Lust jetzt daran hat, sollte sich es auf jeden Fall anschaffen. Das war's von meiner Seite. Bis denn. Ciao, ciao.